Für die FDP-Fraktion hat der Kollege Dr. Ruppert das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Wahlrecht, und das haben alle Vorredner zu Recht betont, ist ein hochpolitisches Recht einerseits, das aber andererseits möglichst im breiten Konsens aller Demokraten zu regeln ist. Es ist so etwas wie die Grammatik des demokratischen Diskurses, die Regeln, die der Bürger kennen muss, die er verinnerlichen muss, von denen er wissen muss, wie sich sein Wahlverhalten dann umsetzt in ein konkretes Wahlergebnis, wo er wissen muss, was seine Erst-, was seine Zweitstimme inhaltlich bewirkt. Wenn man das ernst nimmt, dann muss man wissen, dass jedwede Änderung am Wahlrecht von daher auch eine eingeübte Praxis beim Wähler zum Gegenstand hat oder der Wähler sich umstellen muss bei der Frage, wie er nun in Zukunft wählen muss. Und ich glaube, da ist es wie mit der Grammatik der Sprache oder der Rechtschreibung der Sprache: abrupte Änderungen, Systemwechsel eines an sich bewährten Wahlrechts bieten sich da nicht an, weil wir dann auch an der Legitimation des Verfahrens rütteln. Deswegen sollten wir also aus meiner Sicht keinen Systemwechsel vornehmen. Obwohl das Bundesverfassungsgericht uns klar gesagt hat, dass die Bandbreite möglicher Wahlsysteme in der Bundesrepublik, die verfassungsgemäß wären, durchaus groß ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich also dieses Wahlrecht bewährt hat und dass wir deswegen den Auftrag des Bundesverfassungsgerichts zum Gegenstand nehmen müssen, minimalinvasiv sozusagen an der Stelle, wo das Problem entsteht, dagegen vorzugehen. Ich zitiere auch nochmal, das hätte Herr Beck vielleicht auch nochmal lesen sollen, das Bundesverfassungsgericht: Der Effekt des negativen Stimmgewichts lässt sich daher nicht isoliert beheben, sondern erfordert grundlegende Vorarbeiten, die die verschiedenen Vor- und Nachteile in den Blick nehmen. Leider sind die Grünen diesem Rat nicht gefolgt und haben isoliert einen einzelnen Vorschlag gemacht. Was mich darauf ausgesprochen ärgert, auch kollegial ärgert, ist, dass das Zugehen hier am Rande des Plenarsaals auf Herrn Beck, das Telefonieren mit seinem Büro, die Gesprächsangebote, alle gleichen Interessen, die wir beide durchaus, Sie mögen sich vielleicht derzeit stärker fühlen, als Sie sind, aber alle gleichen Interessen, die durchaus auch kleine Parteien haben, immer huldvoll entgegnet worden sind mit der Aussage, ja, die Zahlen und die Berechnungen könne man liefern, aber ein Gesprächsbedarf sei derzeit nicht vorhanden. Mehrere Initiativen des Zugehens, gerade von mir und meiner Partei auf die Grünen, alle Gesprächsangebote haben Sie abgelehnt. Gleiches ist mir mit dem Kollegen Wieland als zuständigen Berichterstatter passiert, der mir auch die Gesprächsangebote zweifach abgesagt hat. Und insofern sollen Sie sich hier bitte nicht hinstellen und so tun, als ob Sie keine Gesprächsangebote bekommen hätten. Kollege Ruppert, gestatten Sie eine Frage des Kollegen Beck? Gerne, ja. Also wären Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir der Koalition übermittelt haben, nachdem wiederholt die Gespräche abgesagt wurden, die angesetzt wurden, und die für den Dezember bereits versprochenen Formulierungen der Koalition nicht übermittelt wurden, nicht im Dezember, nicht im Januar und nicht im Februar, ich dann den parlamentarischen Geschäftsführern mitgeteilt habe, dass wir dann unseren eigenen Vorschlag hier zur Debatte stellen werden, damit das Gesetzgebungsverfahren eingeleitet wird. Wir haben ausdrücklich betont, wir sind jederzeit zu Gesprächen bereit, aber da die Gesprächstermine abgesagt wurden, die zugesagten Formulierungen nicht übermittelt wurden, damit die Diskussion über die Vorschläge der Koalition stattfinden kann, haben wir gesagt, jetzt müssen wir das Gesetzgebungsverfahren einleiten, damit das Hohe Haus in angemessener Form die wahlrechtlichen Fragen prüft. Und sind Sie auch bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass den Weg, den unser Gesetzentwurf geht, ganz am Schluss im Urteil ausdrücklich als eine der zwei Hauptideen des Verfassungsgerichtes hierzu erwähnt wird? Und an anderer Stelle werden noch weitere Ideen, die wir wahrscheinlich als beide kleinere Parteien, wie das Grabensystem und dergleichen, nicht näher treten wollen, auch noch erwägt. Also
wir sind auch mit Ihnen jederzeit gesprächsbereit, aber es hat auch nur Sinn, wenn wir wissen, was ist der Vorschlag der Koalition und gibt es auf dieser Grundlage gemeinsame Gesprächsmöglichkeiten und gibt es Veränderungsmöglichkeiten aufgrund dieses Vorschlags. Bislang steht die Koalition beim Wahlrecht nackt im Hemd da. Nackt oder im Hemd? Sehr geehrter Herr Beck, also erstmal muss man festhalten, alle angebotenen Gespräche wurden Ihrerseits abgesagt. Ich habe mehrere Fachgespräche mit Verfassungsrechtlern und Mathematikern durchgeführt. Ich habe versucht, mich in das Thema tief einzudenken. Und ich hatte das Interesse als Demokrat, der auch die Situation einer großen Koalition ja historisch, nicht persönlich, aber historisch kennt, wo es Initiativen zur Änderung des Wahlrechts seitens von Volksparteien in den 60er Jahren gegeben hat. Dadurch, ich war bereit, mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Es gibt, wie Sie richtig gesagt haben, die eine Lösung, oder auch wie Herr Oppermann richtig gesagt hat, die eine Lösung, die alle Probleme letztlich behebt, die gibt es nicht. Aber wir müssen miteinander darüber reden, welche Vor- und Nachteile bestehen, und das geht nicht, wenn Sie jeden Termin absagen. So, zwei Termine haben Sie abgesagt, einen Herr Wieland. So, jetzt kommen wir mal zur Sache Ihres Vorschlags. Sie schlagen uns vor, also erstmal muss man vielleicht noch einen Aspekt isoliert betrachten. Die OSZE hat uns kritisiert, weil wir das Thema der Wahlzulassung und Wahlprüfung in Deutschland nicht regeln. 2009 zur Bundestagswahl gibt es einen Bericht der OSZE, der sagt, weder die Wahlzulassung noch die Wahlprüfung sind in Deutschland ausreichend geregelt. Wir wissen, Sie sind verfassungsgerichtlich, oder unser Verfassungsgericht ist mit der bestehenden Regeln zwar einverstanden, aber es ist kein Ruhmesblatt, sage ich, wenn etwa im Falle der Pauli-Partei keine Möglichkeit besteht, gegen eine Entscheidung des Bundeswahlausschusses dann auch noch mal vorzugehen. Und das wurde uns auch mehrfach ins Stammbuch geschrieben. Aber leider im grünen Gesetzentwurf zu diesem wichtigen Problem kein einziges Wort, zu diesem dringenden rechtsstaatlichen und wichtigen Problem, verlieren Sie kein einziges Wort. Ich kann Ihnen sagen, auch das hätte ich in den Gesprächen mit Ihnen gerne erörtert, ich kann Ihnen sagen, es gibt in der Tat auch dort große fachliche Schwierigkeiten. Sie müssen ein enges zeitliches Verfahren mit 72 Tagen vor der Wahl, in dieses Verfahren müssen Sie noch integrieren, dass Sie einen Rechtsschutz etwa zum Bundesverwaltungsgericht zulassen. Sie müssen das auch in Einklang mit Artikel 41 bringen, der eben die Wahlprüfung dem Bundesverfassungsgericht und dem Bundestag und nicht dem Bundesverwaltungsgericht etwa zuweist. Also es liegen viele einzelne Probleme im Detail, die es wert wären, mal fachlich und in aller Ruhe und möglich konsensorientiert einmal debattiert zu werden. Nur dazu sind wir, vielleicht bin ich auch dazu sehr aus der Perspektive des kleinen Berichterstatters geprägt, dazu sind wir meiner Meinung nach nicht gekommen, und das lag nicht an den Berichterstattern. Ich hatte zum Beispiel auch mit Frau Vograscher darüber sehr interessante Gespräche, wo wir uns über diese Probleme ausgetauscht haben. Frau Vograscher sagt die Termine also nicht ab. Insofern glaube ich, es ist noch nicht zu spät, aber es ist an der Zeit, dass wir jetzt zu einer Lösung kommen, die nicht nur punktuell, wie Sie heute, ein Problem in den Blick nimmt, sondern die an mehreren Stellen, Berliner Zweitstimme, das haben Sie mitgelöst, aus meiner Sicht auch völlig zu Recht und richtig, Wahlprüfung, Wahlzulassung und die Frage negatives Stimmgewicht. Jetzt haben Sie leider in Ihrem Vorschlag einen Fehler gemacht, Sie haben sich zwei Berater geholt, so lese ich es zumindest, nämlich Herrn Mayer und Herrn Puckelsheim. Herrn Puckelsheim in dem Vorschlag zur 16. Legislaturperiode und Herrn Mayer in dem zweiten Teil, mit dem Sie die CSU-Überhangmandate adressieren. Sie haben nur leider den Fehler gemacht, dass Sie die beiden problematischsten Teile von deren Vorschläge kombiniert haben. Das hat Ihnen der Herr Krings ja sachlich richtig und auch gut nachvollziehbar vorgeführt. Sie haben die beiden verfassungsrechtlich prekärsten Dinge kombiniert und kommen so zu einer Lösung, die in dieser Form sicherlich nicht verfassungsgemäß wäre. 342.000 Wähler sollen genauso viel Gewicht zusammen haben in Brandenburg wie 62.000 Wähler in Baden-Württemberg. Da wollen Sie doch nicht sagen, Sie beheben das Problem des negativen Stimmgewichts auf der einen Seite und führen dann einen derart ungleichen Erfolgswert
einen derart ungleichen Erfolgswert an der anderen Stelle wieder ein. Ich glaube, das wissen Sie selbst, wenn Sie das nachrechnen würden, dass ein solcher Vorschlag untragbar und grotesk ist. Sie müssen auch beim Problem der Überhangmandate kurieren Sie ein Phänomen, über das man durchaus reden kann, über das Problem Überhangmandate, aber Sie führen einen neuen Fehler mit der föderalen Unwucht, die dadurch entsteht, ein. Genau, komme ich auch noch zu. Entsteht bei Ausgleichsmandaten nicht. Insofern ist die Lösung in diesem Punkt, was die Ausgleichsmandate angeht, die eindeutig bevorzugungswürdige. Allerdings, und jetzt komme ich zu den Ausgleichsmandaten, die Ausgleichsmandate, Herr Oppermann, kurieren im strengen Wortsinne der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts das negative Stimmgewicht nicht. Weil es, sie kurieren das Ergebnis und das Verhältnis untereinander. Sie kurieren sozusagen die Folgen, aber es bleibt das Phänomen, wenn man nur auf den einzelnen Abgeordneten guckt, bleibt das Phänomen, dass es sich schädlich auswirken kann, dass ein CDU-Wähler CDU gewählt hat, weil er seiner Partei in der Summe aller Mandate ein Mandat weniger beschert hat. Und es wird ein Mandat weniger in der Summe. Sie kurieren dann die Folgen, indem Sie das wieder in ein richtiges Verhältnis zueinander setzen. Aber wenn Sie den Wortlaut des Bundesverfassungsgerichts an dieser Stelle lesen, muss man zumindest in die Diskussion darüber kommen, ob das wirklich das Problem beseitigt. Sonst würde ich sagen, ist Ihr Vorschlag in der Tat einer der wichtigen, der zu debattieren ist. Allerdings setzen Sie sich einer Diskussion natürlich aus, das hat der Kollege Krings hier in einem Zwischenruf auch schon gesagt. Wenn Sie ausgleichen, dann haben Sie in einem Bundestag, der viele Überhangmandate generiert, einen sehr großen Hebel für den Ausgleich. Ich nehme mal den Beispiel, was man der CSU nicht wünschen will. Sie sinkt in den Zweitstimmen, wird nie passieren, keine Angst, liebe Kollegen, in den Zweitstimmen auf 30% ab. Es ist wirklich ein rein hypothetisches Modell. Aber Sie sinken auf 30% ab, gewinnen aber nach wie vor alle Wahlkreise mit Ihren 30%. Dann werden Ihnen reihenweise plötzlich nach dem grünen Modell direkt gewählte Abgeordnete aberkannt, was sicherlich, hat der Krings schon gesagt, zu untragbaren Ergebnissen führt. Aber nicht nur das, Sie erzielen auch 15 oder 16 Überhangmandate, die dann im Verhältnis zu einer vielleicht dann 45% Partei SPD ausgeglichen werden müssen. Dann, das bedeutete, dass Sie einen Ausgleich alleine für die SPD von 60 oder 70 Mandaten haben müssen. Das heißt, Sie können im einen Fall, wo Sie Überhangmandate erzeugen, erzeugen Sie einen enormen Hebel zur Vergrößerung des Parlaments. Im anderen Fall, wo keine Überhangmandate auftreten, entsteht dieser Hebel nicht, und deswegen kuriert auch Ihr Vorschlag, dann auf 450 oder 500 Mitglieder des Deutschen Bundestages zu gehen, das Problem in der Sache nicht ernsthaft. Weil wenn Sie auf 500 gehen, bleiben Sie beim einen Mal bei 500 und sind beim anderen Mal bei 680. Und diese Bandbreite zu erklären, ist meiner Meinung nach nur schwer möglich. Am Ende steht also Folgendes, ich will auch ein paar Takte zu dem sagen, was meiner Meinung nach jetzt folgen muss. Es gibt einen relativ schmalen Korridor von denkbaren Lösungsansätzen. Sie haben gesagt, das Trennungsmodell, da ist es uns aus meiner Sicht verfassungsrechtlich als unitarisches Wahlvorgang unbenommen, die 5%-Hürde auf die Bundesebene zu verlagern. Das ist kein verfassungsrechtliches Problem. Es gibt aber bei sehr kleinen Wahlgebieten dann in der Tat verfassungsrechtliche Probleme, weil die 5%-Hürde faktisch angehoben wird in den sehr kleinen Wahlgebieten. Also das Trennungsmodell. Sie können ein Ausgleichsmodell vielleicht auf halber Strecke nur ein kleineres Ausgleichsmodell machen. Oder Sie können zu Ihrem Ausgleichsmodell kommen, vielleicht mit Modifikationen. All diese Systeme haben verfassungsrechtlich ihrerseits wieder Kollateralschäden, die es dann gegeneinander abzuwägen gilt. Das hätten wir mal lieber im Gespräch miteinander und nicht im Streit untereinander gemacht. Insofern fand ich das Vorpreschen, gerade für einen, der an einem demokratischen Konsens interessiert ist, der Grünen, äußerst unangebracht. Und insofern sollten wir den Diskussionsprozess jetzt beschleunigen und intensivieren. Vielen Dank.